Hallo liebe Freunde, ich hoffe es geht euch allen sehr, 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 sehr gut. Heute ist 1. April. Oh mein Gott, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen und ich wurde heute verarscht bei der Arbeit. Vor 2 Wochen wusste ich das noch und ich habe gesagt, ich merke mir den Tag, weil ich auch ein paar Leute was zahlen will vom letzten Jahr. Aber dieses Jahr habe ich leider wieder vergessen und ich wurde wieder verarscht und bestimmt zahlreiche Leute von euch, die wurden sicherlich heute auch wieder verarscht. Aber warum gibt es Menschen, die sowas machen? Die stehen darauf und die vergessen es auch nicht. Manche, sie bereiten sich vom 2. April bis 31. März nächstes Jahr. Sie haben ein Jahr, um sich Gedanken zu sammeln. Also, ich erzähle mal, was mir heute passiert ist und dann will ich auf jeden Fall wissen, wer hat euch heute verarscht und ja, nicht vergessen, ihr könnt heute auch ein paar Leute ein bisschen ärgern. Also, liebe Freunde, ich bin heute ganz normal zur Arbeit gegangen. Danach sitze ich ja ganz normal in meinem Schreibtisch, mache Computer an und dann kommen 2 Kollegen so mit einem ernsthaften Gesicht und sagen, hey Maro, was machst du hier? Ich habe gesagt, hey, was meint ihr, was ich hier mache? Er hat gesagt, hey, hast du nicht davon gewusst, willst du uns nur verarschen oder was? Ich habe gesagt, hey, warum verarschen? Er hat gesagt, oh mein Gott, der Chef, der wartet auf dich in Leopoldstraße mit der Kunde und der wartet die ganze Zeit auf dich und der macht Terror, warum bist du nicht hingegangen? Ich habe gesagt, wie nicht gegangen? Ich habe gesagt, ich bin hier jetzt ganz pünktlich und ja, ich weiß nicht davon. Er hat gesagt, nein, Mann, du musst dich jetzt ganz schnell beeilen. Der Kunde da in Leopoldstraße, der wartet auf dich und der Chef, der will dich jetzt ganz dringend sehen. Du musst dich voll beeilen, sonst gibt's Ärger. Und ich sag, ja, aber ich weiß nicht davon. Er hat gesagt, scheißegal, beeile dich, nimm deine Sachen und geh erstmal hin. Ich habe gesagt, aber worum es ging? Die haben gesagt, scheißegal, geh, der Chef, der will dich jetzt unbedingt sehen. Und ich, natürlich, ich glaube die Idioten, was er das sieht, ich zahle euch das zurück. Ich nehme meine Sachen und dann gehe ich da und laufe ich, stecke ich in mein Auto und fahre da bei dem Stau da, Großstadt München. Und danach, als ich dort angekommen bin, ja, gucke ich mein Handy, so viele Nachrichten habe ich bekommen, lese ich mal da bei WhatsApp und so und sage, oh mein Gott, da steht April, April. Oh mein Gott, oh mein Gott, dann gehe ich zur Arbeit und der Chef wartet vor die Tür und der sagt mir, heute ganz spät gekommen. Und dann, ich musste ihm das halt erzählen, aber der wusste das und wir haben ein bisschen gelacht. Und das war irgendwie lustig, aber gleichzeitig ärgerlich, weil man fühlt sich wie ein Depp, man fühlt sich wie ein Idiot und man sagt, warum habe ich das nicht angeschnallt? Warum habe ich vergessen, dass heute der 1. April ist? Erzählt mir, wurdet ihr auch heute verarscht? Habt ihr auch heute jemanden verarscht? Sagt mal, alles, alles, alles. Warum gibt es Menschen, die wirklich Spaß dran haben, die lachen und lachen, bis sie Bauchschmerzen bekommen. Ich persönlich, ich finde das wirklich doof. Es gibt auch viele Medien, die mitspielen in der Nachrichtensender oder so. Boah, das ist wirklich ärgerlich, besonders wenn man sich extrem auf irgendwas freut und dann kommt die Enttäuschung. Zum Beispiel mein bester Freund, seine Freundin hat gesagt, hey Mann, ich bin schwanger. Er hat gesagt, was? Der hat gesagt, Drillinge. Und dann, halbe Stunde später, April, April. Und dann hat sie sich gefreut. Ich habe gesagt, warum hast du dich gefreut? Kinder sind schön, 3 Drillinge, alles auf einmal. Das, nein, egal. Erzählt mir, liebe Freunde, über eure Meinung darüber. Übrigens, diese Sache mit Aprilscherzen, das kommt aus Frankreich. Vom Mittelalter, das hat mit Ostern was zu tun, weil Ostern ändert sich da, ja immer noch, ändert sich immer die Datum, man weiß ja nie welche, es ist ja nicht wie Weihnachten, Weihnachten weiß man immer,
24. Dezember ist Heiligabend, Weihnachten ist 25., 26., aber bei Ostern ist ja mal da, es ist halt immer so, sie ändert sich immer und wackelt sich immer und das hat sich irgendwie geschichtlichen Gründen. Wenn ihr euch das interessiert, ihr könnt mal recherchieren und ich kann auch extra für euch recherchieren. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu es, damit du keinen Video verpasst und lasst mich jetzt eure Sachen hier unten lesen. Tschüss und verarscht niemandem weiter. Und wenn er das tut, dann nicht länger als 5 Minuten reicht. Tschüss. Wem soll ich jetzt anrufen und verarschen?